Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Was erwartet uns in den kommenden Tagen? Stellen wir diese Frage. Und dazu habe ich mein Wochenorakel im Zeitraum von 9. Oktober 2017 bis 15. Oktober 2017. Es besteht alles aus Energie und es gibt Menschen, dazu gehöre ich auch, die nehmen diese Energiefelder wahr und sind auch intuitiv, das bildhaft darstellen. Und dazu eignet sich die Kunst des Kartenlegens. Und diese Wochenorakel ist nichts anderes als dieses Kunst, die große Legung von Lunomatkarten. Ich lege immer grundsätzlich die großen Kartenblatt aus. Ausnahme sind die Tarotkarten. Und das ist die Legung für die kommenden Wochen. Nicht jeder Mensch empfindet diese Energiefeld gleich. Das bedeutet, die Menschen, die mit mir in die Verbindung stehen, ich könnte sagen, wir sind in die gleichen Wellenlänge, sie werden sich selbst dabei erkennen. Ansonsten, die Menschen, wo überhaupt keinen Bezug zu mir finden, spricht auch nicht an. Da empfehle ich eine individuelle Legung und da besteht die Möglichkeit, diese spezielle Legung buchen durch Blitzberatung oder bei telefonisch, also ein Anruf über mein Hotline. Aber jetzt dieses allgemeine Legung. Was sprechen diese Bilder für uns? In den kommenden Tagen haben das Gefühl, es ist alles zu viel und am liebsten würden wir davonlaufen. Es gibt auch ein paar Sachen, was wir verdrängen, was wir gar nicht sehen möchten. Was aber erwartet, es kommt eine Nachricht, eine Information. Und da sollen wir achtsam sein. Entweder entspricht diese Nachricht nicht ganz die Wahrheit, oder wir sollen ganz clever auf diese Information, auf diese Nachricht reagieren. Also gut überlegen, wie wir das beantworten. Dann ist auch wichtig, dass wir genügend Schlaf haben und wir brauchen auch diese Erholung, wir brauchen auch diese Ruhe. Es gibt viele Menschen, die nachdenken über die finanzielle Situation, möchten das in Ordnung bringen oder kommt Rechnung oder bedrückt etwas. Es ist momentan nicht der Augenblick, da handeln, das in Ordnung zu bringen. Das wäre dann der optimale Zeitraum übernächste Woche, ab 23. Oktober, dann wirklich um die Finanzen kümmern. Wir werden in den nächsten Tagen Entscheidungen treffen. Wir beenden einen Kontakt oder wir sagen etwas ab oder wir trennen von etwas oder wir kündigen etwas und diese Entscheidungen sind sehr wichtig, das entlastet uns. Dann sollen wir um die Freizeit kümmern oder um ein Hobby kümmern und da sollen wir auch aktiv sein. Was möchten wir gerne tun in unserer Freizeit oder was interessiert uns? Ist es ein neues Gebiet, was uns fasziniert oder was wir schon längst wünschen, da vielleicht mal Schritte machen, weil wir brauchen diesen Ausgleich, diese Lebensfreude. Berufliche Situation, haben wir neue Ideen oder möchten wir etwas verändern oder möchten wir sogar kündigen und steht ein Neuanfang beruflich da. Diese Gedanken sollen wir behalten. Bitte schweigen im beruflichen Umfeld, weil da entstehen nur Schwierigkeiten. Wir werden in einer bestimmten Situation erfolgreich sein oder wir führen etwas erfolgreich durch, aber
da müssen wir auch ganz klug handeln, weil wir erreichen das durch Umwege. Und das sind die Botschaften für die kommenden Tage. Was noch nicht aktuell ist, das sind die finanzielle Lage und neue Bekanntschaften, neue Freundschaften. Das wird die Thematik sein, dann in die übernächste Woche ab 23. Oktober. Also das ist momentan nicht aktuell. Das heißt nicht, dass wir das verdrängen sollen, sondern das sollen wir einfach ruhen lassen. Wenn Sie Interesse haben an Ihren persönlichen Legung, ich habe schon das erwähnt, das geht telefonisch oder schriftlich, ich empfehle Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Sie möchten wissen, die kommenden Wochenorakel oder geht auch ein Tagesorakel und ich werde für Sie speziell die Karten auslegen, immer die große Kartenblatt und pro Themen oder pro Fragen ist mein Honorar beträgt 10 Euro. Und ich werde diese E-Mails persönlich blitzschnell beantworten. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.